Dies ist meine letzte Mission auf Erden, in welcher der Welt von der heiligsten Dreifaltigkeit heilige Botschaften gegeben werden. Dienstag, 7. August 2012, 15.50 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, meine Liebe zu dir ist ebenso stark wie intim, obwohl es dir in dieser Zeit nicht so erscheint. Du musst mehr Zeit in meiner Gesellschaft verbringen, denn nur, wenn du das tust, wirst du in dieser Mission Frieden finden. Meine Gnaden erfüllen jetzt deine Seele, damit du meine Botschaften der Welt in der schnellstmöglichen Zeit mitteilen kannst. Wie müde ich doch bin und wie allein in meinem Herzen, gerade jetzt, meine Tochter. Ich mache mir Sorgen um jene unschuldigen Seelen, die keine Kenntnis von meiner Existenz haben. Sie sind gut im Herzen und Christ in der Art und Weise, wie sie andere behandeln, doch sie glauben nicht an meine Existenz. Ich sehe mir jeden Tag an, wie sie ihr tägliches Leben ohne Glauben an die Existenz Gottes oder an ihr zukünftiges Leben im neuen Paradies leben. Bitte hilf mir, ihnen zu sagen, dass ich sie liebe. Breite mein Wort aus, und ich werde in ihren Seelen einen Sinn für das Erkennen entzünden. Es ist nicht von Bedeutung, wenn sie euch, meine Tochter oder meine geliebten Anhänger, zurückweisen. Alles, was erforderlich ist, sie meine Botschaften lesen zu lassen. Ich werde den Heiligen Geist senden, damit ein Funke, wenn auch nur ein winziger, in ihren Seelen eine Flamme meiner Liebe entzünden wird. Dies ist meine letzte Mission auf Erden, in welcher der Welt von der heiligsten Dreifaltigkeit heilige Botschaften gegeben werden. Der Heilige Geist ist in diesen Worten göttlichen Ursprungs gegenwärtig. Sie sind eure Speise zur Ernährung eurer Seelen, um euch zu helfen, euch für die Schlacht vorzubereiten. Hört auf das heilige Wort Gottes. Nehmt es an, gebt es weiter und vereinigt alle Kinder Gottes, die zum Kampf bereit sind. Bringt all eure Brüder und Schwestern, besonders diejenigen, die Mühe haben, an Gott zu glauben, zu meiner großen Barmherzigkeit. Mein Herz erhebt sich vor Liebe zu ihnen. Sie, jeder von ihnen, sind Gottes Kinder. Ich benötige ihre Seelen, so dass ich auf ihre Zukunft Acht geben kann, damit sie ewiges Leben und Glück haben werden. Ich darf aber gar nicht daran denken, was mit ihnen geschehen wird, wenn ich sie nicht retten kann. Meine Tochter, obwohl meine göttliche Barmherzigkeit den Großteil der Menschheit retten wird, brauche ich dich und meine Anhänger, meine gottgeweihten Diener und gewöhnliche Menschen, um das Netz auszubreiten und um all jene armen, unglücklichen und verwirrten Menschen, die der Liebe Gottes bedürfen, zu finden. Breite das Netz meiner Liebe aus, wie der Fischer, weit und breit und an Orten, wo Gott ganz besonders völlig abgelehnt, verachtet und gehasst wird. Dann geht und finde die kostbaren jungen Kinder Gottes, die nichts über das Christentum wissen und die doch in sogenannten christlichen Ländern leben. Geht bis nach Russland, bis nach China und nach Ländern, wo Gott nicht verehrt wird, und geht und erobert Seelen. Nährt sie mit meinen Botschaften. Es ist nicht von Bedeutung, wie ihr euch mitteilt, aber macht es in einer Art und Weise, dass es nicht so aussieht, als ob ihr predigt. Lockt sie durch das, was sie interessieren könnte. Verwendet jede Art moderner Kommunikationsmittel, um das zu tun. Ich brauche sie schnell. Ich verlasse mich auf das Verbreiten meines Wortes durch alle meine Anhänger. Ich werde euch führen. Ihr werdet in euren Herzen wissen, was zu tun ist. Bittet mich, euch zu helfen, und zwar mit diesem besonderen Kreuzzugebet, um euch stark zu machen. Kreuzzugebet, 72. Das Gebet des Jüngers. Lieber Jesus, ich bin bereit, dein heiliges Wort zu verbreiten. Gib mir den Mut, die Kraft und das Wissen, um die Wahrheit zu vermitteln, damit möglichst viele Seelen zu dir gebracht werden können. Nimm mich in dein heiligstes Herz und bedecke mich mit deinem kostbaren Blut, damit ich mit den notwendigen Gnaden erfüllt werde, um Bekehrung für die Rettung aller Kinder Gottes zu verbreiten, in jedem Teil der Welt, unabhängig von ihrer Glaubensrichtung. Ich vertraue immer auf dich, dein geliebter Jünger. Amen. Euer Jesus.